Was soll ich jetzt was sagen? Ja. Ja, schönen guten Abend, Leute. Wir sind eben auf ein kleines Mini-Thema gekommen. Norbert sitzt an der Kamera. Ich hatte letztens versucht, Ballons zu bestellen bei der Firma Ballonkreation. Hatte einfach gedacht, ich hatte sonst immer blaue Ballons und nimmst mal Klarsicht. Hatte gedacht, wegen der Farbe ist das vielleicht, sind die Klarsicht besser. Daraufhin bekam ich einen Anruf von dem Besitzer. Total nett. Der mich dann darauf hinwies, dass die fragte dann, wofür diese Klarsichtballons sein sollten. Und sagte ich, ja, wieso? Ja, sagt er, also man könnte da auch andere Dinge mit tun, die nicht in den Modellbau hineingehören, auch nicht in das Kinderspielzeug. Nee, sage ich, bin Modellbauer und möchte die Ballons zum Rümpfe bauen haben. Und gab mir dann folgende Tipps. Erstmal die Farbe ist egal, sondern man sollte versuchen, bei dem Lieferanten die schwerste Tüte zu bekommen, weil die schwerste Tüte sind die Ballons am dicksten. Also spielt die Farbe erstmal gar keine Rolle. Er hat mir jetzt hier diese schönen grünen geschickt und man muss wirklich sagen, also das Paket war erheblich schwerer als die bisher gekommenen. Gab mir dann noch folgende Tipps, dass diese Ballons nicht irgendwo im kalten Keller gelagert werden sollen, sondern in vernünftiger Raumtemperatur irgendwie um die 20 Grad oder mehr. Weil dann bei der Kälte das Gummi sich verändert, zum Nachteil, also dadurch platzen die Ballons sehr schnell. Dann gab er mir den Tipp, vor dem Aufziehen auf die Lanze die Ballons nochmal auf die Heizung zu legen. Dann den Ballon einmal stretchen und einmal aufblasen. Augenblick festhalten, den Ballon und dann auf die Lanze ziehen. Und ich muss sagen, also seitdem ich das so mache, habe ich noch keinen Ballonplatzer mehr gehabt. Und ich glaube, der Gerald, der hat auch den gleichen Tipp angenommen und sagte auch, dass das jetzt auf einmal hinhaut. Der hatte die Ballons nämlich wirklich irgendwie im Keller bei 10, 12 Grad gelagert über längere Zeit. Und dabei scheint wohl das Latex sich zu verändern, also zum Negativen verändern. Und diesen Tipp wollte ich an euch einfach mal weitergeben. Ich benutze hier diese Sempertex-Ballons. Das sind 360er, die haben 7,5 cm mal 1,50 m im aufgeblasenen Zustand. Ich sag mal, in letzter Zeit bekomme ich sogar diese komplett mit der Lanze nach dem Benutzen so wieder rausgezogen. Also, geht super. Einen zweiten Tipp vielleicht noch, was man auch machen kann, wenn die Ballons nämlich im Rumpf hängen und noch heil sind, dann kann man hinten mal ein bisschen Vakuum auf die Lanze bringen. Dann zieht sich der Ballon von der Innenseite relativ gut ab und man kriegt den Ballon relativ gut raus. Einen schönen guten Abend und ein schönes Basteln wünscht Jan Henning und Norbert.